Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Gamecheck. Ich bin der Onkel und wir testen heute Beyond Two Souls. In Beyond Two Souls spielt ihr Jody, die seit ihrer Geburt mit einer Art Geist verbunden ist, namens Aiden. Ihr spielt nun verschiedenste Etappen aus Jodys Leben und findet sehr schnell heraus, dass es nicht immer einfach ist, mit Aiden zu leben. Ihr lernt aber im Verlauf des Spiels mit Aiden umzugehen und sogar diesen als Vorteil zu nutzen. Aber immer bleiben die Fragen offen, wer ist Aiden und warum ist Aiden? Wenn ich sagen müsste, wie alles begann, könnte meine Geschichte auch hier anfangen. Zum Thema Steuerung. Wer die Quantic Dream-Titel kennt, wie zum Beispiel Heavy Rain, weiß, dass alles irgendwie ein interaktiver Film ist. Das heißt, man sollte seinen Joypad auswendig lernen, dass man ganz genau weiß, wo welche Taste ist. Denn das ganze Spiel baut sich auf Quicktime-Events auf. Natürlich besitzt Beyond Two Souls auch eine, ich sag mal so, Grundsteuerung. Die ist aber ziemlich simpel gehalten. Mit dem linken Stick kann man die Figur steuern, mit dem rechten Stick kann sich umgeschaut werden. Drückt man die Dreiecktaste, kann zwischen Jody und Aiden hin und her geswitcht werden. Nähert man sich einem Gegenstand, den man benutzen kann, wird auf dem Bildschirm wieder angezeigt, welche Taste man drücken muss und wie man diese Taste drücken muss. Zum Spiel selbst. Ja, an diesem Part habe ich mich etwas schwer, denn wie ich schon bereits erwähnte, ist es mehr ein interaktiver Film als ein Spiel und ist daher auch sehr linear gehalten. Also man hat seine Wege, die man gehen muss, kann dabei ein paar Sachen untersuchen und rutscht somit von einer Szene in die nächste Szene. Es gibt zwar auch kleinere Rätsel, die man lösen muss, indem man zwischen Aiden und Jody hin und her switcht, aber im Grunde genommen ist es ein riesengroßes Quicktime-Event. Wenn ich so über das Gameplay rede, klingt es zwar alles ein bisschen langweilig, das ist es aber keinesfalls, denn das Spiel lebt von seiner Geschichte und die Geschichte ist richtig, richtig gut. Sie ist sehr gut inszeniert und, wie ich finde, sehr mitreißend und spannend gehalten. Das Spiel spielt aber auch mit euch, beziehungsweise euren Gefühlen, denn ist man an der einen Stelle in tiefster Spannung, könnte man in der anderen schon wieder losheulen, weil alles irgendwie so dramatisch ist. Das gewisse i-Tüpfelchen auf der ganzen Sache gibt, wie ich finde, die echte Schauspielerbesetzung. Und zwar wird Jody von Ellen Page gespielt, die einen bekannt sein müsste aus Juno. Und Neeson Dawkins, der Chef der Abteilung für Paranormales, wird gespielt von William Defoe, der einen bekannt sein müsste aus Der blutige Pfad Gottes oder Spider-Man. Lass uns fahren. Hol einfach tief Luft. Es gibt keinen Grund zur Panik. So gut die Geschichte auch inszeniert ist und so toll sie auch ist, gibt es einen riesen Kritikpunkt daran, denn es ist komplett verwirrend aufgebaut. Man hüpft, wie schon erwähnt, durch die Etappen des Lebens von Jody, aber dies nicht in Reihenfolge, sondern komplett durcheinander. Also man fängt an als Kind, dann hüpft man rein als 23-Jährige, dann wieder zurück zum 8. Lebensalter bis zum 10., dann wieder, also komplett durcheinander. Der zweite Kritikpunkt geht bei mir an die etwas unübersichtliche Kameraführung, denn wenn man mit Jody unterwegs ist, kann man sich nur bedingt umschauen und irgendwie engt das einen ziemlich ein. Auch ein kleiner Kritikpunkt ist bei Beyond Two Souls der Schwierigkeitsgrad, denn wenn man Heavy Rain vorher gespielt hat, also der Vorgänger von Beyond Two Souls, muss man gestehen, dass man hier nicht so bei den Quicktime-Events gefordert wird, wie eben bei dem besagten Titel, was ich ziemlich schade finde. Aber im Großen und Ganzen macht das Ding richtig Spaß und der Wiederspielwert ist auch sehr hoch, denn man hat im Verlauf des Spiels verschiedene Handlungsstränge. Egal wie man sich entscheidet, das verändert den Ablauf der Geschichte und man hat sogar verschiedene Enden, was die ganze Sache richtig interessant macht. Die Grafik von Beyond Two Souls, muss ich sagen, ist einfach Bombe. Die Entwickler Quantic Dream zeigen mal wieder, was alles so in der PlayStation 3 drinsteckt.
und was man noch alles rausholen kann, denn die Gesichter sind richtig detailreich. Man sieht sogar kleine Sommersprossen und Falten. Es ist einfach richtig gut gemacht und man erkennt auch sofort die Gefühle von den Leuten an den Gesichtszügen. Ich find's einfach oberklasse. Hier und da, wenn man genau hinschaut, gibt es zwar kleinere Bugs, aber die fallen kaum auf und trüben auch den Rest des Spiels nicht ein. Die Levels selbst sind auch sehr detailgetreu gestaltet und auch sehr abwechslungsreich. Die Feueranimationen zum Beispiel sehen auch richtig gut aus. Die Animationen der Figuren selber sehen auch richtig toll aus. Und ja, ich muss einfach sagen, es gibt so viele Stellen an dem Spiel, wo einfach bloß Kinnlade auf den Boden fällt, was alles so noch in der PlayStation 3 drinsteckt. Über den Sound kann man auch überhaupt nicht meckern. Die Soundeffekte kommen gut rüber. Die Hintergrundgeräusche passen auch ins Bild. Die Musikuntermalung ist auch sehr gut getroffen. Und die Synchronstimmen sind auch wieder sehr gut gewählt. Selbst William Dafoe und Ellen Page haben ihre Original-Synchronstimmen bekommen. Jodie, wach auf. Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Wie ich schon sagte, hat das Spiel viele Facetten. Zum einen gibt es die spannenden Stellen, zum anderen die traurigen Stellen. Und alles passt irgendwie super zusammen. Der Sound, die Musikuntermalung tragen gut dazu bei, die Synchronstimmen. Also ich finde, die Atmosphäre ist hier sehr gut gelungen und kommt in jeder verschiedenen Art und Weise zustande. Den Multiplayer-Part des Spiels könnt ihr auf zwei verschiedene Art und Weisen genießen. Zum einen auf der heimischen Konsole mit einem Freund. Da übernimmt der erste Spieler Jody, der zweite Spieler Aiden und dann gibt es noch die Möglichkeit, sich eine App auf das Smartphone oder auf euer Tablet runterzuladen und somit könnt ihr dort auch Aiden steuern. So, kommen wir schon wieder zur Wertung. Ich muss zugeben, diesmal war es ein etwas schneller Gamecheck. Da ich Probleme hatte, diesen zu machen, weil ich wollte über das Spiel zwar etwas euch sagen, aber ich wollte nicht spoilern. Und das ist bei diesem Spiel, bei so einer Art Spiel, ziemlich schwierig. Ich muss sagen, dieses Spiel hat mich von Anfang bis Ende gefesselt. Es war einfach der Oberburner. Grafisch absolut Oberklasse. Spielt auf jeden Fall in der obersten Liga mit. Soundtechnisch absolute Bombe. Hier und da gibt es zwar ein paar kleine Bugs, die fallen aber nur durch ganz genaues Hingucken auf, was aber absolut überhaupt nicht schlimm ist. Klare Abzugspunkte gibt es bei mir wegen der Kameraführung und für die etwas verwirrend aufgebaute Story, aber im Großen und Ganzen kann man einfach nur sagen, Quantic Dream in Zusammenarbeit mit Sony, was soll besseres raus oder was kann anderes rauskommen? Es ist einfach der Burner. Also mir hat dieses Spiel richtig gut gefallen und ich gebe dem Spiel durch die kleinen Abzugspunkte, reicht es mal wieder nicht zu 1. Das wird es bei mir hier wahrscheinlich ganz selten geben. Also bei mir wird es eine 2+. Es ist einfach der Burner. Und ein was soll euch gesagt sein, wenn ihr euch das Spiel holt, dann nehmt euch Zeit für das Spiel. Denn wenn ihr das Spiel einmal anfangt, könnt ihr nicht mehr damit aufhören.